Gaza ist momentan natürlich Thema Nummer 1. Für Israels Premierminister Netanyahu stehen im Januar Wahlen an. Und ich fürchte, dass er die schlimmsten und hartnäckigsten Vorurteile in Israel bedient, wonach die Palästinenser hin und wieder wie Grashalme geschützt werden müssen. Warum sage ich das? Ich bin schon etwas älter, aber heute verlassen auch junge Leute die CIA. Zu diesen Leuten gehört auch Elizabeth Murray. Sie hatte eine sehr, sehr wichtige Position inne. Sie war Deputy National Intelligence Officer für den Nahen Osten. Als sie die CIA vor 2 Jahren verließ, fragte ich sie, ob sie über ein paar ihrer Erfahrungen berichten würde. Und das tat sie dann auch. Sie sagte, dass sie vor weniger als 2 Jahren in eine sehr, sehr prominente Denkfabrik in Washington eingeladen wurde, die sich mit dem Nahen Osten befasst. Sie wollte nicht offenlegen, um welche Denkfabrik es sich handelte, denn die Gespräche waren vertraulich, aber immerhin berichtete sie Folgendes. Es geht um eine Bemerkung, die in Bezug auf die Todeszahlen beim ersten Angriff auf Gaza gemacht wurde. Dieser Angriff, wie du dich erinnerst, Alex, ereignete sich zwischen der Wahl und dem Amtsantritt Obamas, Dezember, Januar 2008, 2009. Zu dieser Zeit sprachen sie also darüber und einer der Experten, ein sehr prominentes Mitglied dieser Denkfabrik, lächelte sonderbar und sagte, Zitat, es ist bedauerlich, aber hin und wieder muss man den Rasen mähen, womit die Palästinenser gemeint sind. Diese Bemerkung, die die Ermordung von zahllosen palästinensischen Frauen, Kindern und Männern mit Rasenmähen vergleicht, war natürlich ziemlich schauerlich. Aber statt bestürzt zu sein, fingen die Anwesenden an zu kichern. Hochgebildete und gut bezahlte Nahostexperten. Keiner nahm Anstoß an diesem schwarzen Humor. Und das ist der Kern der Sache. Denn du, Alex, und ich und deine Hörer sind nicht schuld an dem, was heute in Gaza passiert. Aber wir sind verantwortlich. Wir sind in der Pflicht. Weißt du wieso? Weil es um unsere Regierung geht. Und zu dem Grad, zu dem wir noch eine Demokratie sind, sind wir verantwortlich für die Nutzung unserer Steuergelder, mit denen die israelischen Streitkräfte unterstützt werden. Mit F-16 Kampfjets und so weiter. Damit wird Gaza heute angegriffen. Der Präsident verteidigt dieses Vorgehen. Völlig skrupellos verteidigt er es. Der israelische Verteidigungsminister sagte gestern, wir sind den Vereinigten Staaten sehr dankbar, denn ohne ihre Hilfe und Unterstützung wären wir nicht in der Lage, dies zu tun. Das hat er offen gesagt. Sie geben offen damit an. Wer profitiert von all dem? Das ist jetzt vielleicht ein kleiner Sprung, aber wenn du fragst, cui bono, wem nützt das, dann ist es das, wovor Eisenhower warnte, plus noch mehr. Der militärisch-industrielle Heimatschutz, Geheimdienst, Kongress und nicht zuletzt Medienkomplex. Sie stecken da alle mit drin. Sie wollen alle diesen langen Krieg, über den Petraeus sich das Maul zerrissen hat. Petraeus sagte, selbstverständlich werden unsere Enkelkinder noch in diesen Kriegen kämpfen. Das ist nämlich gut fürs Geschäft, okay? Es gibt großartige Geschäftsgelegenheiten in Israel. Nicht nur für die amerikanischen Unternehmen und Contractor, sondern auch für Profiteure aus Westeuropa. Genau, Cheney sagte, es würde ein 100-jähriger Krieg werden, was mich zu meinem nächsten Punkt bringt. Es ist egal, auf welcher Seite man steht. Ich verstehe schon, was du gerade gesagt hast, dass es der militärisch-industrielle Komplex ist, der einfach neue Kriege will. Er kümmert sich nicht darum, dass das nicht in unserem Interesse ist, weil ihm amerikanische Interessen egal sind. Es geht nur um Waffenverkäufe und kontinuierliche Profite. Die großen Megabanken sind damit beschäftigt, Europa und die USA zu plündern. Wir haben Mark Farber, Jim Rogers, all diese renommierten Analysten, die sagen, die großen Banken wollen das so, weil es eine politische Ablenkung ist. Krieg ist das Heil der Staatsmacht. Unsere Regierung hat diese Leute seit Operation Ajax und davor radikalisiert, mindestens seit den 50ern, die Briten noch davor.
Unsere Regierung benutzt Al-Qaida in all diesen Ländern und sagt uns, wir sollen wegen Al-Qaida unsere Rechte aufgeben. Hillary sagt, wir müssen in Syrien eingreifen, weil Al-Qaida dort Fuß fasst, aber unsere Regierung brachte sie erst dorthin, zusammen mit Frankreich, das da wesentlich mitschuldig ist, so wie ich das sehe. Dazu und zu einigen anderen Dingen will ich dich auch noch etwas fragen, aber mein zentraler Punkt ist, es geht nicht mal darum, dass wir ethisch das Falsche tun. Wir befinden uns mittlerweile in einer absurden Welt, mit dem Polizeistaat, den Globalisten, den Megabanken, die uns genauso hassen, wie sie die Muslime hassen. Und all diese autoritären Herrscher wie Hitler, Lenin oder Stalin, sie wählen immer eine Minderheit, an der sie ein Exempel statuieren. Und auch jetzt höre ich die Stimmen, die sagen, lass uns alle umlegen, machen wir einen großen Parkplatz draus, das sind Ratten, lass uns die palästinensischen Ratten umbringen. Und ich denke nur, was ist los? Ich meine, selbst wenn du dich auf die Seite von Israel stellen willst, es gibt ja auch wirklich alle möglichen Perspektiven auf diese Angelegenheit. Israel ist divers, es gibt dort viele verschiedene Gruppen und viele Israelis sind gegen den Krieg. Ich verstehe auch, dass Israel angegriffen wird und dass die Leute es immer dämonisieren. In jedem Fall neigen Menschen letztendlich dazu, eine Seite zu favorisieren. Aber bewegen wir uns mal darüber hinaus. Wir dehumanisieren uns selbst, wenn wir es dem System erlauben, zu sagen, dass die Araber keine Menschen sind. Ich schwadroniere hier. Was ist deine Meinung zu dem, was ich gerade gesagt habe? Was deinen letzten Punkt angeht, Alex, ich traf mich mit Miko Pellet, dem Autor von The General's Son, zum Abendessen. Sein Vater war seit 1967 ein sehr prominenter israelischer General. Er berichtete mir über ein Buch, das seine Schwester geschrieben hat, wo es darum geht, was israelische Kinder in der Schule über Palästinenser lernen. In ihren Schulbüchern sind keine Bilder von Palästinensern. Keine Bilder und auch keine Texte, die der wahren Geschichte irgendwie nahe kommen. Und wenn sie dann 18 werden und ihren Dienst in den israelischen Streitkräften ableisten, haben sie keinen Sinn dafür, dass diese anderen auch Menschen sind. Das ist genau das, was du brauchst. Du benötigst Menschen, die nicht ganz so aussehen wie du, und du machst sie zum Feindbild. Du machst sie zu Dämonen, die bekämpft werden müssen. Und was mir Sorgen bereitet, ist eine mögliche israelische Invasion. Wie du weißt, haben sie 17.000 Mann zusammengezogen und an der Grenze stationiert. Und sie werden noch etwas mehr Gras mähen, wenn Leute wie wir nicht unsere Stimmen erheben. Das ist unglaublich. Was passiert hier eigentlich? Die Globalisten manipulieren beide Seiten. Sie kontrollieren die Moslembruderschaft auf der einen Seite und die Likud in Israel. Sie versuchen jetzt einen größeren regionalen Krieg zu starten, um einen Vorwand für einen Angriff auf den Iran zu haben. Sie hoffen, dass der Iran durch die von ihm kontrollierte Hisbollah reagiert und ebenfalls Angriffe startet. All das passiert, weil das Weltfinanzsystem wie geplant zusammenbricht und die Globalisten brauchen jetzt eine politische Ablenkung wie einen Krieg, um die Aufmerksamkeit davon abzulenken, dass eine Weltregierung gebildet wird und dass die Vereinigten Staaten und Europa von 6 privaten Megabanken erobert wurden, die offen damit angeben. Es geht nicht darum, dass die Israelis die Bösen sind oder dass die Palästinenser die Bösen sind. Sie werden alle manipuliert. Das Ziel ist Ordnung aus dem Chaos. Auf diese Weise manipulieren die Globalisten alle. Sie greifen nach der totalen Kontrolle über unsere Gesellschaft. Das ist Full Spectrum Dominance. Genauso haben die Räuberbarone im Ersten und im Zweiten Weltkrieg beide Seiten finanziert. Es ist nicht so, dass unsere Regierung Hitler kontrolliert hat, aber sie haben ihn an die Macht gebracht. Die US-Regierung, Brown Brothers, Sherryman, Großvater Bush, der Vater von George Herbert Walker Bush, Prescott Bush, genauso wie die Megabanken auch Lenin finanziert haben. Das geht alles aus offiziellen Kongressberichten hervor. Die allgemeine Bevölkerung weiß das nur nicht. Die Banker erschaffen globale Krisen, sodass die Nationen in Kriegen bankrott gehen und sich die Schulden bei der neuen Weltordnung häufen. Und wir waren nie näher an diesem jetzt schon heißen Krieg. Jetzt ist es Zeit zu beten, Zeit politisch aktiv zu werden und offenzulegen, wie wir von den Globalisten erobert wurden, die Kriege und Balkanisierung benutzen, das Prinzip Teile und Herrsche, um uns zu kontrollieren. Es ist an der Zeit, dass die Palästinenser und die Israelis verstehen, dass in diesem Krieg nur die Globalisten gewinnen. Vor einigen Jahren, als Israel weißen Phosphor und Uranmunition in Gaza einsetzte, das sich im Südwesten Israels befindet, wehte der Uranstaub auch direkt nach Israel. Alle werden zerstört, bis auf die neue Weltordnung. Das ist Ordnung aus dem Chaos. Es ist ein teuflisches Spiel.